Hallo ihr Lieben! Hier wird im Hintergrund schon fleißig gespielt und getobt. Die große Motte ist ein bisschen beleidigt heute, die sitzt noch auf dem Fußboden. Ja, wundert euch nicht, vielleicht fällt euch heute im Laufe des Videos auf, dass das Bild ein bisschen anders ist. Ich nutze heute nämlich eine andere Kamera und zwar eine, die wir sonst nur zum Drehen, zum Drehen von statischen Videos. Ach, du hast eine Ameise gefunden. Ich wollte eigentlich sagen, die wir eigentlich nur zum Filmen von statischen Videos nutzen, weil es nämlich einfach eine relativ schwere Kamera ist. Ich hoffe, das Bild wackelt nicht so, denn die ist doch deutlich schwerer als unsere Vlogging-Cam, aber die hat Nils heute mit, weil der mit seinem Dad nochmal unterwegs ist, um endlich Fische für das Aquarium zu besorgen. Deshalb, ja, mal gucken, ob wir das zusammen in einen Vlog schneiden. Je nachdem, wie viel wir beide heute irgendwie mitfilmen. Hier hinten wird getobt, der große Teddy. Das ist gerade ihr Favorit, der ist ungefähr so groß wie sie selber. Ja, je nachdem, wie viel wir selber heute mitfilmen, entweder kriegt ihr das in zwei getrennten Vlogs zu sehen oder wir packen das einfach alles zusammen. Aber das seht ihr wahrscheinlich schon am Titel. Genau, einmal zurück zur Ameise. Es tut mir echt leid um diese Ameise, zumal wir eben gerade noch das große Krabbeln geguckt haben. Oh, ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Meint ihr, das war Flick? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Ja, ich werde jetzt einmal mit der Maus noch spielen und danach steht heute für mich was Cooles an, wovon Nils sich einfach mal wieder drückt, glaube ich. Deshalb ist er heute los. Denn wir waren ja bei Ikea und ich habe mir die Schubladen geholt und die will ich endlich aufbauen, weil die nämlich jetzt schon ein paar Tage im Auto lagen und jetzt hat er mir die vorhin endlich hochgeholt. Und das heißt, ich kann sie jetzt aufbauen, da freue ich mich richtig drüber. Ich würde sagen, da hat sich jemand alleine eingesperrt. Faye? Wie bist du denn da reingekommen? Und dann auch noch alleine die Tür zugemacht. Ihr habt ja bestimmt schon gesehen, dass die kleine Maus ein knallpinkes Geschirr und eine knallpinke Leine hat. Und jetzt für den Winter, weil sie natürlich auch wieder kein Fell am Bauch bisher hat und so nicht frieren soll, haben wir jetzt nach Pullis gesucht. Und ich wollte auch was Knalliges haben, weil zu ihrem hellen Fell passt das einfach so gut. Und dann bin ich auf Wish fündig geworden und habe dann gleich den Pulli in zwei Größen bestellt. Kam jetzt in zwei getrennten Bestellungen an. In dieser geilen Farbe. Ist das süß oder ist das süß? Der ist auch schon durchgespült. Weil jetzt kam eben nochmal der zweite. Der ist so eine kleine Ecke kürzer. Kam jetzt auch nochmal an. Den werde ich also auch gleich nochmal durchspülen müssen. Das mache ich dann immer mit der Hand, falls sie doch ausbluten. Aber ich muss euch was erzählen. Ich bin total positiv geschockt. Denn als ich den großen durchgespült habe, ist da null Farbe ausgetreten. Bei dieser Farbe habe ich erwartet, dass es knallbunt wird, das Becken. Oder super dreckig oder. Und vor allem, weil ich die über Wish bestellt habe. Weil ich dachte, sie wächst da eh so schnell raus, deshalb wollte ich da noch nichts Teures kaufen. Aber nix, das Wasser war durchsichtig danach. Richtig irre. Und stattdessen hatten wir für sie ja nochmal so eine Faltbox gekauft, so eine Stoffbox, wo drin sie dann auch ja, schlafen könnte, wenn sie es wollte. Die ist von Trixi, also von einer normalen Marke, die man so auch im Futterhaus und so weiter bekommt. Und habe da die Matte einmal durchgewaschen. Das war so widerlich. Das war dunkelbraunes Brackwasser, was da rauskam. Der Stoff ist hellgrau, also will ich nicht wissen, wie eklig das eigentlich vorher war. Ja, deshalb, ich wasche sowas immer vorher durch. Ich wasche meine Klamotten vor dem ersten Anziehen durch, Nils Klamotten. Und eben auch Decken und Pullis für die Hunde. Ja, aber kleiner Tipp, scheint also qualitativ gar nicht so schrecklich zu sein, ja, wie man vielleicht vermuten mag. Ja, deshalb geht es jetzt wieder ans Spülen. Achso, und es ist noch was anderes gerade angekommen, denn ich war gerade mit der Lütten nochmal draußen und habe die Post hochgeholt. Und ich habe endlich eine neue Girokarte bekommen. Und zwar ist es jetzt die, ich glaube, ich bin so ziemlich der letzte Mensch auf Erden, mit der man kontaktlos bezahlen kann. Juhu! Ich habe mich da so drauf gefreut, weil ich ja schon wusste, dass meine diesen Dezember ausläuft. Jetzt ist sie schon da, das ist so cool. Ich bin einfach jemand, ich bezahle eh nie mit Bargeld, auch schon vor Corona nicht. Wenn jemand fragte, ja, kannst du mir mal schnell einen Euro leihen, war ich immer, nee, vielleicht einen Cent, aber mehr hatte ich nie im Portemonnaie. Und jetzt durch Corona ist das natürlich noch cooler.
dass ich mir nichts Neues aneignen muss. Ich muss hier so ein bisschen gucken, was die Hunde unten treiben. Ja, und deshalb bin ich total happy, dass das jetzt noch entspannter ist. Oder auch, dass man, dass ich Nils mal schnell meine Karte zum Einkaufen mitgeben kann oder andersrum. Dass man nicht groß irgendwas unterschreiben muss und, und. Ich bin da voll begeistert von. Ja, also sehr, sehr positiver Tag. Ich habe eben auch schon die Küche aufgeräumt und geschmissen. Ich habe gerade so ein bisschen Face-Spielzeug und Kuscheltiere und was auch immer zusammengesucht, die sie die ersten Wochen jetzt so gerne mochte, weil die nämlich auch einmal leider heiß gespült werden müssen. Ich glaube, die Bakterien oder die Parasiten sind ja keine Bakterien. Was machst du da? Die überleben bis, ich glaube, bis 65 Grad. Jetzt habe ich das in den Geschirrspüler geschmissen bei 70 Grad, dass die auch alle abgetötet werden. Die spielt hier gerade mit dem Wäscheständer. Ich hoffe, der fällt nicht um. Ja, also das habe ich auch gerade schon gemacht und habe auch schon das Schlafzimmer insofern aufgeräumt, als dass ich in meinem Kleiderschrank immer schon Geschenke aufbewahre. Da sind so meine Geschenkekammern das ganze Jahr über. Immer wenn ich denke, ah, das könnte für den passen oder ah, das ist was für den, dann schmeiße ich das schon mal alles mit in den Schrank rein. Natürlich in Kartons, aber zumindest ja, ist es da drin und auch schon Adventskalender für dieses Jahr für meine Liebsten. Und die habe ich jetzt einfach mal ins Bad gerettet, dass ich die nicht aus Versehen mitfilme und keine Überraschung vorher platzen kann. Und ja, Nils hat ja eh auch in, oh Gott, in drei Wochen? Ich habe Freitag in 2 Wochen Geburtstag. Ey, cool. Oh je. Aber jedenfalls habe ich natürlich da auch schon wieder was im Schrank gebunkert für ihn. Und auch das soll er natürlich nicht schon beim Schneiden oder beim Gucken vorher entdecken. Deshalb musste das auch einmal in Sicherheit gebracht werden. Und jetzt bin ich gespannt und hoffe einfach, dass die Maus gleich schlafen wird. Das schnauft hier unten. Ja, und dass ich dann endlich anfangen kann zu werkeln. Bitte. Hui, das Köpfchen hängt schon. Ich glaube, ich kann anfangen. So, es kann losgehen. Meine Mädels schlafen im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, seht ihr die? Da ist die Große und da ist... Moment. Ah, da schläft die Kleine. Schwierig, spiegelverkehrt in der Kamera. ja, es kann losgehen. Ich muss euch was beichten. Und zwar ist mein Kleiderschrank... mein Kleiderschrank. Ich bin, was Klamotten angeht, eine Art Messi. Vielleicht? Ich weiß nicht, ob man das so nennen würde. Also es ist nicht so, dass ich besonders übermäßig viel hätte, glaube ich, für eine Frau. Ich habe nur Sachen, von denen ich mich nicht trennen kann. Das heißt, ich habe Klamotten hier im Kleiderschrank, die sind 10 Jahre alt und ich ziehe sie bestimmt schon 9 Jahre nicht mehr an, aber ich kann mich davon nicht trennen und sie nicht wegschmeißen. Ich habe jetzt einfach mal Müllbeutel geholt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob ich sie brauchen werde oder ob ich einfach wieder nur alles an einen anderen Platz packe. Wie ich mich kenne, werde ich sie einfach nur umräumen. Aber wir versuchen es. Vielleicht kann ich ja auch eine Art Schublade machen, wo alle Sachen drin sind, die ich nicht mehr anziehe. Und dann irgendwie so Stück für Stück. Ja, ich passe wahrscheinlich auch in die Hälfte nicht mehr rein, weil vor 10 Jahren hatte ich definitiv eine andere Figur als heute. Aber ja, ich bin zumindest gespannt, ob ich es jetzt hinkriege oder nicht. Genau. Ich kann einfach mal einen Vorher-Nachher-Film. Vielleicht, ja, dass wir das auch nochmal nachher mit einblenden. Ich bin so gespannt gerade, ob das was wird. Also Aufbauen und sowas, darüber mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich liebe Möbel aufbauen. Ich brauche da auch keinen Mann für. Ich mache das total gern. Ich habe da Spaß dran. Ich hoffe nur, dass die Hunde nicht die ganze Zeit aufwachen, obwohl sie es bestimmt werden vom Schrauben. Ich habe mir auch schon die Kleiderstange rausgelegt, die wir neu geholt haben. Ja, also ich habe richtig Bock drauf. Halt nur nicht auf das Ausmisten. Aber das gehört leider dazu. Ja, ich habe ein kurzes Update von Nils bekommen. Da ist alles in Ordnung. Und ja, das heißt, ich habe jetzt bestimmt noch eine Menge Zeit. Also er sagt, es dauert bestimmt noch 1 Stunde oder 2. Wäre ja ganz cool, wenn ich bis dahin durch wäre. Keine Ahnung, ob ich das schaffe oder nicht. Aber ich habe mir wieder was Bequemes angezogen. Ich weiß nicht, wie ihr so seid, aber zu Hause in draußen Klamotten rumlaufen ist für mich irgendwie... ungemütlich. Das heißt, ich habe immer Schlabberlook zu Hause und ja, ist ja denn, ich weiß, ich muss raus oder ich bin gerade von irgendwo zurückgekommen, dann lasse ich auch mal was anderes an. Aber ja, ganz ehrlich, es sieht einen ja keiner, ne? Also abgesehen von euch halt. Aber egal. Fangen wir an. So, dieser Teil des Kleiderschranks ist der eigentliche Grund für diese ganze Aktion, weil hier nur ein Bruchteil meiner Kleider drin ist. Und ist aber das kleinste Schrankstück. Es sind 50 cm. Wir haben einen großen Packschrank uns beim Einzug hier reingemacht und sind damit auch total happy. Auch an sich mit der Aufteilung, nur halt ich nicht mit meiner Aufteilung.
Da oben habe ich ein Regal, wo immer so Decken sind, die wir gerade nicht brauchen. Die Auflagen, wenn immer vorher läufig war, so Inkontinenzauflagen, die man übers Sofa schmeißen konnte oder übers Bett. Ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Bei Faye ist es jetzt nochmal für die Stubenreinheit. Die sind auch ständig immer in der Wäsche, einer nach dem nächsten. Deshalb ist das Ding auch gerade so leer. Und hier unten, oh Gott, das ist noch weiteres Chaos. Da sind noch so ein paar Jumpsuits für, wenn man nachts nochmal rausrennen muss und sich nicht groß anziehen will. Dann ist da eins meiner lieblingsdicken Winterwollkleider und irgendwie noch, wie sagt man, ja, dieses Flugzeugdingens, Halsbummens. Das, gehört definitiv da auch nicht so kreuz und quer rein. Das muss ich auch mal mit sortieren. Sinn der Sache ist, dass dieses Stück nachher in den großen Schrank wandert. Ich möchte gerne nicht nur 50 cm, sondern einen ganzen Meter Platz haben für meine Kleider, damit ich die halt auch ein bisschen besser hin und her schieben kann, denn das ist jetzt gerade super luftig. Eigentlich, die restlichen Kleider sind wie gerade in der Wäsche, eigentlich ist es so, dass ich die immer nur so einen Zentimeter auseinandergebogen kriege, weil da einfach zu viel drin ist. Genau, das ist der erste Teil. Dann hier in dem Eckstück, ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen darf. Egal, sorry Schatz. Das hier ist so gemischte Werke. Nils Abteilung ist hier, der hier die Sachen zusammengelegt und packt das in ganz kleinem Raum. Ja, dann hängen hier noch ein paar Hemden von ihm und Jacken. Und das hier unten ist auch nochmal meine Abteilung. Achso, unsere Yogamatten, da unten sind noch Spiele. Und das hier sind so Sommerhosen, Jeanshosen, Röcke, Schmuck aus meiner Teenie-Zeit. Ich kann euch da ja mal sowas von zeigen. Also so Battle-Armbänder und so. Perfekt. Alles erkreiselt damals, war ich super stolz drauf, ziehe ich aber auch alles nicht mehr an. Alte Halstücher. Das Halstuch ist, ich glaube, auch 10 Jahre alt. Ich finde es eigentlich noch cool, ich trage halt nur keine Halstücher und dieses Lila vom Schal ist auch nicht meins. Vielleicht frage ich meine Mama, ob sie da irgendwas von haben will, ansonsten wandert da, glaube ich, ganz viel von in einen Beutel oder in eine Schublade meines Vertrauens. Und, hello, das hier ist dann der große Teil des Schranks. Denn hier ist das 1 Meter Stück und da sind meine Oberteile drin. Hier oben habe ich nochmal ein extra Fach für so Baggies, für eine Hose, die seit, ich glaube, 5 Jahren einen Fleck hat, den ich nicht mehr rauskriege. Wo ich immer mal so ein Patch drüber nähen wollte. Wie gesagt, seit 5 Jahren. Und hier unten ist dann der Rest der Oberteile. Und da ist wieder so eine Sammlerbox mit 55 Litern, mit den Sommersachen. Ja. Und wie gesagt, ich trage, ich glaube, mindestens seit 2 Jahren nur noch Kleider und gar keine Hosen mehr, außer zum Spider-Fahren. Was soll ich mit so vielen Oberteilen? Außer jetzt neuerdings zum Drehen, genau. Zum Drehen hin und wieder. Jogginghose, ja, aber halt nicht für draußen. Das heißt, ich werde mir wahrscheinlich so ein paar Oberteile fürs Drehen zurückbehalten. Und ansonsten kann davon, glaube ich, auch ganz viel auch verstaut werden. Und meine Farbkombi für zu Hause ist auch eher hier so die untere Abteilung dieser Pulli. Den kann ich euch einmal zeigen. Der ist älter als ich. Das ist ein Erbstück, würde ich mal sagen. Die Farbe kommt auch gar nicht so geil rüber, wie sie ist. Das ist so ein Mint. Ja, mittlerweile ziemlich ranzig. Wie gesagt, dieser Pulli ist fast 30 Jahre alt. Den hatte meine Mama immer in der Schwangerschaft mit mir an und deshalb ist der einfach riesig. Wenn ich im Winter irgendwas zum richtig dick Einmurmeln suche, dann kommt der Pulli raus. Ja, und jetzt drücke ich mich schon wieder weiter. Ah, ich sehe gerade, guck mal hier. T-Shirts für Weihnachten. Wer zur Hölle zieht im Dezember T-Shirts an? Ich nicht. Egal. ich drücke mich schon wieder. Es geht jetzt los, würde ich sagen. So eine richtige Idee, womit ich anfange, habe ich nicht. Ich glaube aber, es ist eine gute Idee, wenn ich erstmal die Klamotten raushole und dann vielleicht die Kleiderstange einziehe. Das geht ja wahrscheinlich ratzfatz. Und dann kümmere ich mich um den großen Teil. Also Kleider raus, Stange rein und weiter geht's. Oh, fein. Trick 17 mit einer Haarnadel geht alles auf.
nur mein Werkzeug verloren. Ach hier. Genau. Sogar den Schraubendreher habe ich verstanden. Das ist irgendwas von Nils, so ein Dreher. Ah. Okay. Gut. Dann sollte ich jetzt mal ausmessen, wo ich das denn haben will. Ne? Schwierig. Ich zeige euch mal was. Und zwar überlege ich gerade, ob ich den Regalboden ein Stück höher setze, damit hier, weil der hier auch höher ist, um unten diese große Kiste hinzukriegen, die, wo steht sie? Die Kiste wieder reinzukriegen. Die ist natürlich deutlich höher als die. Aber weil wir hier ein Licht haben und die das hier so schön verklebt haben, hätte ich beinahe gesagt, einfach versteckt haben, das Kabel, und auch da hinten geht es auch wieder lang. Ich keine Lust habe, dass das irgendwo schlackert, lasse ich das jetzt einfach. Super, und ich habe jetzt vergessen, wie viele Löcher das waren. Ich glaube 26. So, Teil 1 ist geschafft. Teil 2 steht jetzt an. Das heißt, als nächstes kommen die Schubladen dran. Die sind im Hintergrund schon. Und ich glaube, man kann es nicht sehen. Vielleicht hier. Faye, die freche Nudel, hat hier vorhin beim Warten schon mal ein bisschen dran rumgeknabbert. Ich hoffe, das ist nur die Unterlage, also die Schublade, die Unterfläche, Grundfläche, das wollte ich sagen, dass die noch nicht kaputt gegangen ist. Essen ist fertig. Hast du gekocht? Ja. So, die Pizza war mega lecker. Ich habe leider vergessen, die Kamera vom Stativ mitzunehmen. Deshalb konnte ich die leider nicht mitfilmen. Aber zurück zur Schublade. Die ist ja jetzt schon fertig aufgebaut. Die nächsten Schritte wären jetzt, dass ich die im Schrank festschraube, also die Schienen reinpacke. Und ich denke, das machen wir jetzt als nächstes. Genau. Also, ich bin echt so gespannt. Ah, ich will, dass das schön wird. Aber es wird bestimmt.
Schublade ist drin. Wie sieht denn das eigentlich aus? Doch, sieht auf dem Display ganz gut aus. Die gehen jetzt ratzfatz keine Viertelstunde für die Schublade. Ja, Nils sagt ja, ich soll noch eine dritte oben drüber machen, ne? Eigentlich sollte es nur so hoch werden insgesamt. Jetzt echt noch eine dritte drüber oder nicht? Hier war gerade ganz schön Chaos, aber ich wollte es mir nicht nehmen lassen, euch trotzdem einmal das Ergebnis des heutigen Tages zu zeigen. Zumal es mittlerweile schon fast 11 Uhr ist. Ja, also fangen wir doch mal hier an. Aus dem 50 cm Schrank, was heute Morgen ja noch die Kleider waren, sind jetzt 2 Stangen geworden. Das Flugkissen hat noch keinen Platz, deshalb ist es da unten. Wir haben den Boden nach oben versetzt, weil die Lichtleiste geklebt war. Das heißt, ich habe jetzt oben wirklich nur so einen 5 cm Schlitz, da packe ich auch nichts rein. Ich denke, hier werde ich noch so ein paar Sommeroberteile, zumindest jetzt für die Herbst-Wintersaison, aussortieren. Hier irgendwie so blau-weiß ist eigentlich immer Sommer und ich glaube auch, das hier werde ich im Winter nicht anziehen. Dann wird das da nochmal so ein bisschen lichter. Und zum Sommer hin werde ich dann die Winterpullis aussortieren, hier so dicke Wollsachen. Aber damit bin ich schon mal sehr, sehr, sehr happy. In dem Schrank hier ist gar nicht so viel passiert, also auch ein bisschen, aber nicht so viel. Ich habe nämlich hier ganz viele Tücher und Schals aussortiert. Es waren vorher 3 dieser dicken Bügel voll und alter Schmuck, den ich seit 10 Jahren nicht mehr trage, das auch noch nicht, aber da wusste ich noch nicht wohin. An die Hosen, die restlichen, habe ich mich noch nicht rangetraut. Ich lasse die, glaube ich, einfach im Schrank für den Fall, dass ich irgendwann wieder Lust habe, Hosen zu tragen. Sonst ärgere ich mich dann und muss alles neu kaufen, zumal die ja noch echt gut sind. Also wird der Rest wahrscheinlich so bleiben. Vielleicht gehe ich da morgen nochmal ganz kurz bei und lege irgendwie 2, 3 raus. Aber das Große ist jetzt vorbei. Und jetzt der Schrank, oh Gott, ich muss ihn nochmal putzen. Seht ihr das, die ganzen Fingerdatschen? Der Schrank, wo sich am meisten getan hat. Das ist dieser hier. So. Ja, was hier erstmal eingezogen ist, sind meine Röcke. Die trage ich eigentlich echt gerne, aber wie ihr seht, sind das auch alles so Velour, also Fake-Velour-Leder-Röcke. Genau, das heißt, das ist halt auch kein Sommerrock. Auch der hier ist so richtig dick Wolle. Und ich glaube, den hier habe ich noch nie angehabt. Vielleicht sortiere ich den also noch aus. Ja, vielleicht, ich gebe den jetzt nochmal eine Chance, eine Saison lang oder einen Winter lang, Herbst, Winter. Und würde dann gucken, ob ich die trage oder sonst sortiere ich die auch nochmal aus. Dann sind die Sachen ungefähr bis hierhin meine Kleider, die ich jetzt so für die Übergangszeit oder Herbst-Winterzeit tragen kann. Klar, irgendwie solche T-Shirt-Dinger hier werde ich im Winter wahrscheinlich nicht anziehen. Aber ja. Die nehmen jetzt hier keinen Platz weg, überall die Hundehaare. Die sieht man wahrscheinlich an Kamera gar nicht. Egal. Hier hinten habe ich meine wunderschönen Jumpsuits, die Nils, glaube ich, am liebsten aus dem Fenster schmeißen würde. Aber wir sind einfach warm. da oben, da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Das sind so Jogginghosen, Baggies und so weiter. Hier drin, das Ding war randvoll mit Leggings und Strumpfhosen. Die habe ich auch hier einsortiert. Zeige ich euch gleich. Aber jetzt kommen wir zu der obersten Schublade. Die ist noch unbenutzt, weil das hier quasi die Sachen sind, die aufliegen. Deshalb will ich da erst den Boden drin haben. Den gab es allerdings beim letzten Mal nicht, als wir ja da waren. Und vorher will ich die Schublade noch gar nicht weiter nutzen. Meine ganzen MRT-Bilder, ihr wisst ja, mit den Knien habe ich solche Probleme und habe mir da einfach mal vor Jahren so ein Ding behalten von einem MRT-Zentrum, wo ich glaube ich seitdem nie wieder war. Und habe jetzt hier hinten erstmal die Bügel reingeschmissen und ich weiß jetzt, wofür diese Abdeckungen sind. Das sind so Schutzdinger, oder nicht Schutzdinger, einfach nur, dass es weiß aussieht zum Verkleiden dieser silbernen Röhrchen. Dafür müsste ich allerdings die Schubladen nochmal rausnehmen und da hatte ich jetzt eben keine Lust zu, als ich das erkannt habe. Aber ich werde das auf alle Fälle nochmal machen, deshalb habe ich die nicht weggetan. So, in der oberen Schublade haben wir dann meine Strumpfhosen und Leggings. Und ich glaube, wie man unschwer erkennen kann, sind das hier alles dieselben, denn das sind diese wunderbar dicken Dinger von Primark mit dem Teddyfell gefüttert. Die liebe ich und die gehen, also die trage ich auch im Sommer. Ich trage sie fast jeden Tag im Jahr. Deshalb habe ich so viele davon und sie gehen ständig. Das heißt, sie gehen kaputt, aber irgendwann läuft man sie durch, hat sie durchgewaschen und dann kommen die nächsten wieder weg und dann kommen wieder andere hin. Und mit Hunden, gerade mit hellen Hunden, muss man eh nochmal häufiger waschen mit den schwarzen Sachen. Das hier sind so die Strumpfhosen. Die habe ich vor ewigen Jahren bei H&M mal gekauft, habe sie noch nie angehabt.
Wir sind ja jetzt wieder in der Herbstsaison. Vielleicht trage ich sie dieses Jahr. Ansonsten ziehen auch die aus. Dann habe ich so wunderbar hässliche Leggings für Weihnachten. Ja, und da hinten sind so uralte Leggings mit Motiv. Die habe ich auch schon ewig nicht angehabt. Wollte ich jetzt auch noch mal eine letzte Chance geben. Ansonsten kommen auch die weg. Ich weiß nicht, warum ich heute echt gut bin. Die Schublade hier sind die ganzen Sommersachen, Shorts, Kleider, Jumpsuits. Die brauche ich ja jetzt auch nicht. Und ganz unten in der Sammlerbox waren vorher die Sommersachen drin. Die sind jetzt halt da reingezogen. Das heißt, in die untere Etage werde ich wahrscheinlich dann wieder die Decken machen, diese Auflagen fürs Sofa. Und ja, mal gucken, was da noch reinkommt. Und für die obere Schublade habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nichts überlegt. Ich habe gedacht, vielleicht noch, sag mal schnell, Schlafanzughosen oder Schlafanzüge, Nachthemden, Homeware vielleicht. Könnte ich auch die Jumpsuits da zum Beispiel mit reinlegen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Oder aber Geschenke. Vielleicht packe ich auch die Geschenke in die Sammlerbox nach unten. Könnte ich auch machen. Im Moment sind sie einfach nur zu viele durch die großen Adventskalender. Ja, und dann habe ich aussortiert insgesamt 3 von diesen Säcken. 2 haben wir gerade schon ins Altpapier, ich meine gesagt, zur Altkleidersammlung rausgebracht. Wir waren eben schon schnell draußen. Und der 3. Sack ist der, der an meine Mama geht, damit sie sich da nochmal durchprobieren kann. Und ja, ich finde, das war echt erfolgreich für so einen Chaos-Tag. Jetzt bin ich aber echt platt und würde gerne aufs Sofa wechseln. Das werde ich jetzt. Ich habe noch mal eine Wäsche angestellt, beziehungsweise nicht mehr angestellt, sondern schon mal fertig gemacht für morgen, weil wir ja nachts nicht waschen dürfen. Was ich sehr merkwürdig finde, weil eigentlich gibt es kein Gesetz dagegen. Aber die Hausordnung sagt, darf man nicht, auch wenn was schief geht. Finde ich grausam, wenn was schief geht, gerade wenn irgendwie so ein Pischunfall ist. Dann finde ich, sollte man berechtigt sein, seine Sachen zu waschen, dass sie nicht die ganze Wohnung voll stinken. Aber hey, wir haben einen super Nachbarn, der dagegen ist. Und der sich da gerne auch bürokratisch gegen einsetzt. Deshalb lassen wir das Ganze. Muss ich also morgen früh wieder anstellen. Dann habe ich eben nochmal die andere Wäsche, die gerade fertig ist, aufgehangen. Eine andere abgehangen. Und jetzt mag ich nicht mehr. Und ich freue mich, dass Nils wieder da ist. Und ich denke, wir kosten jetzt den Abend nochmal ein paar Minuten aus, bevor wir ins Bett gehen. Ja, weil wir jetzt beide einfach K.O. sind. Ja, und ich höre im Hintergrund schon, Faye spielt, glaube ich, noch. Das heißt, so richtig Pause ist noch nicht. Ich bin gespannt, wie lange sie heute durchhält. Aber Hauptsache, sie schläft heute Nacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon ganz bald in einem nächsten Vlog wieder. Und mal gucken, was wir dann als nächstes umbauen, ausmisten oder was auch immer. Mir fällt bestimmt was ein. Bis dann. Ciao, ciao.